Schau, was ich hier habe, auch wenn man es nicht 100% erkennen kann, weil hier der Preisschild von 1,80 € draufklebt, habe ich hier Soy Jerky und zwar ist das veganes Soja-Trockenfleisch von Fantastic Foods. Und ja, ich bin ja schon so ein bisschen gebrandmarkt von den Sojaprodukten und Fertigprodukten, aber ich dachte mir, oh mein Gott, scheiß auf den 1,80 €. Ich kaufe mir das jetzt einfach mal. Trockenfleisch ist jetzt nicht so zu 100% mein Ding. Also ich würde mir niemals so einfach jetzt Trockenfleisch kaufen und sagen, jo, Trockenfleisch ist voll geil. Ah, es ist doppelt verpackt. Okay. Gut, noch mehr Plastik. Ist in Ordnung. Vakuum verpackt. Und ich bin ja echt mal gespannt, wie das schmecken wird. Man, mir krabbelt die Nase. Ich krieg heute bestimmt noch eine drauf. So. Ah, hier hat man auch schon so ein Einreiß-Schniepsel. Aber das möchte ich nicht verwenden. Ich möchte hier oben entlang schneiden. So. Und dann einmal. Es riecht sehr würzig, salzig, nach Sojasauce. Ich habe ein bisschen Schiss, weil ich halt schon so gebrandmarkt bin von Fertigprodukten. Es sieht irgendwie glitschig aus. Du siehst es, das glänzt so ein bisschen komisch. Sieht Trockenfleisch nicht matt aus? Oh, ist das süß. Junge, Junge, Junge. Das schmeckt mir absolut nicht. Boah! Junge, was ist das? Ich kann das noch nicht mal definieren, was ich schmecke, außer penetrant süß. Nee. Also, sorry. Ich weigere mich, das nochmal zu probieren, um den Geschmack zu erkennen. Boah, ist das süß. Gleich ein Tee hinterher. Die Konsistenz, zumindest bei diesem kleinen Bissen, war jetzt nicht wie Fleisch. Ich konnte es nicht definieren. Ich konnte es nicht definieren. Ich habe permanent. Ey, als würde ich so eine Süßstofftablette in den Mund nehmen und dran lutschen. Und das weiß ich nur, weil ich schon meine Süßstofftablette in den Mund genommen habe und gelutscht habe, um zu wissen, wie süß das ist und wie das schmeckt. Boah, nee, nee. Pfui. Das verschenke ich, das will ich nicht essen. Ich krieg diesen Geschmack auch nicht weg. Fehlen mir die Worte. Es ist immer noch da. Wie kann man nur so penetrant schmecken? Es hat sich ins Hirn eingebrannt.
Ich will es. Pfui. Pfui. Sorry, warum bringen die Leute sowas auf den Markt? Das verstehe ich überhaupt nicht. Wie kann sowas durch irgendeine Qualitätsprüfung durchgehen? Und wie können das die Leute kaufen und sagen, lecker? Nein, das ist nicht lecker. Sorry, da esse ich lieber 3 Kartoffeln, 5 Bananen und eine Avocado hinterher. Aber nicht sowas. Pfui. Pfui. Nee. 0. Minus 5 von 10. Und nee, ich übertreibe nicht. Das schmeckt echt scheiße. Das schmeckt echt scheiße. Kannst du sagen, was du willst? Halt das schon mal von. Und schreib es in den Kommentar, wenn du das schon mal probiert hast. Und schreib es ins Kommentar, ob dir das auch geschmeckt hat. Wenn es dir geschmeckt hat, dann komm ich rum und klatsch dir eine. Stimmt irgendwas mit dir nicht. Oh nee, also Leute. Nee, das kommt nicht annähernd dem nach, was Trockenfleisch. Ich kenne Trockenfleisch, ich habe das nicht nur einmal gegessen. Ich bin kein Fan von Trockenfleisch, aber ich habe schon mehrere Sachen probiert und das ist nicht annähernd das, was ich an Trockenfleisch kenne. Nee. Trauma. Trauma. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tut mir leid für diesen Flop, dass ich hier mal ein negatives Produkt gezeigt habe. Dafür kann ich nichts. Ich sage immer, das ist meine Meinung, meine Erfahrung. Natürlich mag es vielleicht Leute geben, die das kaufen und die auch sagen, ey, das schmeckt mir. Ich möchte nicht sagen, dass diese Firma schlecht ist. Ich finde es total toll, dass es vegan ist, dass auch mal probiert wird, eine Alternative zu Fleisch oder Trockenfleisch zu finden. So ist es nicht. Es ist einfach nicht mein Ding. Mein Ding ist es nicht. Judy, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hab noch einen schönen Tag, ne? Ciao!